Hallo, herzlich willkommen zurück hier in Goldarion. Gleich da unten ist ein Enderman. Und Zombies und Schlag mich tot und was der Herrgott nicht noch alles. Ja, wir wollten ja die Mine quasi etwas erkunden. Und das machen wir jetzt auch. Ui. Das wäre jetzt beinahe in die Hose gegangen. Wie gesagt, ich versuche mir hier einen relativ sicheren Weg zu bauen. Mit der Betonung auf relativ. Weil da unten schon wieder ein Creeper rumeiert. Nein! Irgendwie hatte ich befürchtet, dass sowas passiert, aber das ist nicht so tragisch. Jetzt müssen wir uns halt nur noch einen Weg wieder hochbauen. Leitern hätte ich vielleicht noch mitnehmen sollen. Habe ich jetzt vergessen. So kommen wir hier hoch. Und so kommen wir hier hoch. Ja, perfekt. So, genau. So kommen wir hier hoch. So kommen wir da runter. So, was haben wir hier? Ein noch viel größeres Loch. Alter. Was sind denn das hier für Riesenlöcher in meiner Nachbarschaft? Wo kommen die denn her? Wer buddelt die denn? Ich höre Zombies. Eisen, das ist schön. Hier muss irgendwo was sein. Also ich höre hier Skelette und weiß der Herrgott nicht noch was. Aber egal. Das Eisen nehme ich noch mit. Und dann werden wir unseren Weg einfach fortsetzen. Es kommt definitiv aus dieser Richtung. Ich kann natürlich nicht jedem einzelnen scheiß Ding danach gehen. Und das mache ich jetzt auch nicht. Das dauert viel zu lange. Löcher hier werden immer tiefer und tiefer. Ah ja. Es muss wohl irgendwo hier hinter der Wand sein. Mal den ganzen Klimbatsch hier wegmachen. Dass man hier mal unten rein kann. Wir steigen immer tiefer in die Hölle. Merke ich. Ich höre ein Endermännchen. Ich müsste mal was essen. Gru, da ist er ja. Ist das der, den wir vorhin gesehen haben oder nicht? Ah, da geht's ja noch tiefer. Diese Höhlen hier, also echt. Hier waren wir schon, wir haben uns dicht gebuddelt. Aber wenn wir hier schon waren, wo sind dann die restlichen Fackeln und alles? Das verstehe ich nicht. Jetzt sind wir genau hier unten drin. Okay. Aber wo sind dann die restlichen Fackeln? Weil da war eine Fackel, eine einzige. Irgendwo müssen wir ja auch hier hingekommen sein. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir hier schon mal waren. Ich meine, klar, das ist alles irgendwie in der Nähe von unserer großen Mine. Aber selbst wenn wir hier schon mal waren, wieso habe ich dann das Eisen nicht mitgenommen? Muss ich das verstehen? Und wo geht es hier hin? So viele Rohstoffe und ich habe die alle nicht mitgenommen, das verstehe ich nicht. Das ist mir ein Rätsel. Und ich verstehe dieses Rätsel nicht. Aber egal, ich freue mich darüber, dass hier so viel Eisen ist. Können wir jetzt bald mal wieder eine neue Rüstung machen. Und die Kohle da, die nehmen wir natürlich auch mit. Geschenkten Gaul, schaut mir nicht ins Maul.
Aus dem Vorrat ist immer besser als Nachrat. Nee. Neugierig bin ich ja schon, was zum Geier wir irgendwo hier entdeckt haben sollen. Oder wo wir rauskommen, weil irgendwo muss ja... Also hier scheint ja Sackgasse zu sein. So viel steht fest. Allerdings glaube ich nicht, dass es hier wirklich das Ende vom Gelände ist. Das ist wieder Eisen. Und schon wieder... So. So, das war's aber jetzt hier mit dem... Den Kies nehme ich mal mit, den kann man immer gebrauchen. So, da ist noch Kohle. Alles mitnehmen. Dann haben wir nämlich diese Sackgasse hier ausgelootet und müssen, glaube ich, nie wieder hier hin. Da ist schon wieder ein Weg. Alle Wege führen nach Rom, oder wie? Hier rauscht ein Fluss. Das ist merkwürdig. Diese ganzen Wege und alles. Aber ich bin zufrieden damit, dass wir hier so viel Kohle haben. Das ist sehr gut. Das heißt, unser Vorrat ist gedeckt. Wir werden nicht erfrieren, wir haben zu essen. Besser kann es doch gar nicht laufen. Diamanten haben auch schon ein paar gefunden. Alles läuft supi. Irgendwo in diese Richtung kommt Plätschern her. Buddel mal so grob in diese Richtung. Ist nix. Klingt aber irgendwie mehr nach oben. Ja. Egal. Wir gehen den anderen Weg weiter. Da lang. Und dann... Ja, die Rohstoffe da oben lasse ich jetzt einfach mal. Ich bin jetzt zu faul da oben. Hier müssen wir hergekommen sein, ja. Also, wir sind natürlich von oben gekommen. Ich meine allerdings, hier stehen Fackeln rum. Das heißt, wir waren hier schon mal. Das heißt, irgendwann müssen wir irgendwie mal hierher gekommen sein. Haben aber alle Rohstoffe liegen lassen. Das verstehe ich nicht. Warum habe ich die Rohstoffe liegen lassen? Hatte ich keine Spitzhacke mehr? Ist das möglich? Oder eher unwahrscheinlich? Und vor allem, wo sind wir? Das kommt mir sogar so gar nicht bekannt vor, die Stelle. Aber echt null. Vorne ist Lava. Da sind Zombies. Jetzt klar, dass das passiert. Das ist auch noch Kohle. Das ist noch viel mehr Kohle. Ich glaube, wir betreten ja einen Bereich, den wir noch nie betreten hatten. Ja doch, da hängen doch Fackeln. Sag mal. Ich werd langsam kirre hier. Anscheinend waren wir hier, dann waren wir wieder nicht hier. Ich habe aber noch keinen bekannten Punkt gesehen. Ich weiß nur nicht, wo wir sind. Das macht mich echt wahnsinnig. Vor allem, weil ich wollte ja eigentlich Obsidian holen. Ich weiß, da unten ist Lava. Dann können wir dann da eventuell Obsidian holen. Ganze gute Kohle verabschiedet sich. Ich muss... Irgendwie müssen wir da mal gewesen sein. Kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern. Und das ärgert mich ein bisschen.
Ich werde einfach mal gucken, wohin uns der andere Weg da führt, bevor ich jetzt da in die Ecke weiterlaufe. So. Vielleicht erkenne ich ja irgendwas hier. Hier hat man anscheinend mal Kohle abgebaut oder so. Schon wieder ein Weg. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Wo sind wir? Pflastersteine? Lava. Lava? Warte mal. Muss ich. Ach, hier sind wir. Wie haben wir das denn jetzt geschafft? Da geht's raus. Das heißt, der Weg, den wir gekommen sind gerade, das war der hier, oder? Nee. Jetzt finde ich nicht mal mehr den Weg, wo wir hergekommen sind. Bin ich blöd? Ah nee, Quatsch, wir sind ja von hier oben gekommen. Ja, wir sind einfach nur eine Etage höher gewesen, über der Mine, wo wir waren. Ah, so. Jetzt wird's mir langsam klar. Gut zu wissen. Das hätte ich jetzt nämlich nicht gedacht, dass wir hier rauskommen. Aber echt gut zu wissen. Das heißt, beim Pflasterstein, da nach oben, geht's dann irgendwo raus. Das heißt, hier hinten zum Beispiel, ja, da sind die Pilze. Hier ist unsere Mine, da unten. Ach so. Na, das ist ja interessant. Ja. Siehst du mal, hätte ich nicht gedacht. Trotzdem muss ich jetzt irgendwie den Weg zu Lava finden. Ich wollte ja eigentlich Obsidian abbauen. Ah, da haben wir ja auch ein bisschen was. So, jetzt erschaffen wir uns erstmal Obsidian. Machen wir hier auch noch ein bisschen. So, das sollte reichen. Mehr Obsidian brauchen wir dann nicht. So, da machen wir noch einen hin. So. Okay, dann fange ich schon mal an zu klopfen. Jeder, der Minecraft spielt, weiß ganz genau, das dauert eine halbe Ewigkeit. Es dauert, um genau zu sein, 10 Sekunden für einen Block. Block. Wie viel brauchen wir eigentlich? 14 brauchen wir, glaube ich. Scheiße. Ja, 14 Stück brauchen wir. 4 breit, 5 hoch. Wenn ich mich erinnere. Es gibt auch noch so eine andere Form, aber die habe ich irgendwie auch noch nie geschafft zu bauen oder. Oder so ähnlich. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur, es muss mindestens 4 breit und 5 hoch sein oder so. Eins auf dem Boden, zwei in der Mitte. Oder drei in der Mitte. Ich weiß nicht, ich baue die Dinger immer falsch irgendwie. Ich baue die immer falsch, bis ich dann merke, wann ich so, wie es richtig gemacht, wie es eigentlich hätte sein sollen. Zum Glück muss man das nicht die ganze Zeit machen mit ihrem komischen. Obsidian abbauen. Ja, weil das geht einem echt auf den Keks. Aber das passt gerade so noch jetzt in die Folge rein und nächste Folge bauen wir dann unser Nether-Portal. Da suchen wir uns allerdings eine schöne Stelle aus. Ich weiß nämlich nie wirklich, was eine gute Stelle für ein Nether-Portal ist. Auf dem Berg, in einem Tal. Keine Ahnung. Vor allem die Welt ist ja riesig und dementsprechend wird der Nether auch groß sein. Wir müssen allerdings da drüben dann ziemlich schnell zusehen, dass wir die. Upsala. Dass wir dann die Festung finden. Schaffe ich das noch? Nee, das schaffe ich nicht. Oder? Schaffe ich das noch? Schaffe ich das noch? Schaffe ich das noch? Naja. Also, macht's gut.